Willkommen auf meinem Kanal Kabel Let's Play. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Anno 1800 in der Closed Beta. Ja, wir haben wieder neue Bauoptionen freigeschaltet. Das, wo ich gar nicht weitergespielt habe. Was wir aber machen können, ist direkt mal die Church hier weiterbauen. Guckt euch das an. Ja, wir waren gestern stehen geblieben, wir wollten die Kirche fertig bauen. Und dann schauen wir jetzt mal. Wie es hier weitergeht. Kleines Hüsterchen. Ja. Das ist, das wird die letzte oder vorletzte Folge sein. Und ja. Die Closed Beta endet da jetzt morgen schon. Das heißt, so viel werde ich auch nicht mehr aufnehmen können. Das passt einfach zeitlich nicht. Wie gesagt, ich mache das ja nicht hauptberuflich, sondern ich mache es als Hobby. Trotzdem möchte ich für euch natürlich immer schauen, dass ich ein paar Videos parat kriege und fertig kriege. Und ja, jetzt gucken wir mal. Wir haben Clay, haben wir ja schon. Ich würde jetzt als nächstes das mit der Schwänchen machen. Mal schauen. Ach, das ist doch mal easy hier. Guck mal an. Machen wir direkt noch einen. Ja, ich würde gerne auch so ein kleines Fazit von meiner Seite aus gleich noch raushauen. Was brauchen wir hierfür? Hier brauchen wir auch nochmal. Da machen wir direkt mal vier Ställe hin. Also vier Schweinezüchter. Vor allem vier Schweine zuchten, ne? Mhm. Kabi. Dies war das beste Deutsch. So. So, das verändert nicht so viel. Dann haben wir vier Schweinezüchter. Was dran? So, dann klären wir mal hier hin. Das müsste der hier. Ja, dann hat der alles. Perfekt, dann zweimal der Currywurststand hier. Und zweimal das Moped hier. Und so, das sieht doch schon mal gut aus. Da haben wir doch schon mal jetzt ein bisschen was gebaut. Wir schauen mal, jetzt müssen wir natürlich auch gucken, dass die Leute hier aufsteigen. Die lassen wir jetzt mal hier eiskalt aufsteigen schon mal. Ja, das sieht doch schon mal super aus. Ich gucke immer, dass ich Farmer ja bei plus 500 habe und Arbeiter versuchen wir auch möglichst hoch zu halten. Jetzt schauen wir mal hier. Ja, hier fehlt jetzt erstmal, das gucken wir jetzt, das ist was nächstes. Oh, wir brauchen natürlich Stahl, das habe ich jetzt absolut. Ja, dafür brauchen wir Stahl. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal in die Stahlschiene rutschen. Das muss man ja auch erstmal wissen. Erstmal machen wir Eisen. Ich hatte Eisen, Minen. Ja, brauchen wir hier das Zeugs für. Ich würde es tatsächlich direkt so machen. Da. Game safe. The city has grown uglier. So, dann bauen wir mal hier schon mal das Warenhaus hin.
Was jetzt wichtig ist, dass wir natürlich auch hier eine Feuerwache haben. Zwei Feuerwachen für die Industrie würde ich nehmen. Guck mal, das passt doch super eigentlich. Perfekt. Dann schauen wir mal, was müssen wir hier noch vorbereiten. So. Und ein Weg jetzt natürlich hier zu unserer City. Perfekt. Damit haben wir das mal so abgefrühstückt und werden jetzt mal zusehen, dass wir das fertig machen. Was wir machen könnten, wäre eine Waffenfabrik noch mitbauen. Ja, damit warten wir erstmal. Ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt direkt Bock habe auf hier eine Waffenfabrik. Aber worauf ich Bock habe, ist, dass wir hier mal so einen Seilmacher noch uns dazu angeln. Ne, das machen wir direkt mal. Seilmacher. So, das war das jetzt erstmal. Schauen wir mal weiter. Ja, also ich bin natürlich noch nicht so weit. Wir haben erst die Arbeiter, ne? Wir haben noch nicht die nächste Stufe freigeschaltet. Das muss man alles mal berücksichtigen. Und wir haben natürlich auch noch lange nicht alles gesehen. Jetzt kann ich hier nur aus, ich sag mal, 2, 3 Stunden, auch die, die ich im Multiplayer gespielt habe, wo wir nicht aufgenommen haben. Ah, guck mal, wir können hier sogar noch eine Eisenmine eben bauen. Das würde ich sogar direkt noch dazu packen, die Eisenmine. Ist rein. Dann Sekunde, bevor ich weiterrede. Da wollen wir doch direkt so hin, dass wir die 100% haben, aber möglichst nah am Gehweg sind, ne? So, jetzt machen wir nach und nach, gucken wir einfach. Kein Warenhaus in der Nähe. Ich gehe mal davon aus, dass ich das vielleicht einfach hier oben in die Ecke setze. Jo, so hätten wir hier hinten die Industrie. Ich überlege gerade noch mal hier so eine. Ja, wir haben 3 Kohlemacher. 3 mal Eisen. Wir könnten tatsächlich eine Waffenfabrik noch bauen. Und noch hier so einen Typen hinknallen. Und noch mal Stahl. Damit hätten wir das alles abgefrühstückt. Was uns jetzt noch fehlen würde, wäre noch eine Feuerwache. Die können wir mal eben setzen. So, damit haben wir eigentlich alles abgearbeitet, ne? Feuerwache. Na, die Industrie ist halt tatsächlich vom Feuer. Ja, haben wir genug. Ja, gut, wir kommen zurück zum Fazit. Also. Was ich nach der kurzen Zeit, die ich jetzt hier spiele, was kann ich dazu sagen? Also, Anno 1800 ist wie alle Annos vor allem, alle Annos, die in der Vergangenheit spielen, sehr, sehr gelungen. Also, das Spiel ist auch wie die Vorgänger, grafisch astrein, toller Detailgrad, auch das Wasser, es ist immer fantastisch, das sieht einfach Wahnsinn aus.
die Baumöglichkeiten, ne? Wir können Gebäude verschieben, die haben positive Sachen halt auch mit übernommen und ne, die Gebäudeverschiebung, dass man alles so anpassen kann, wie man da Lust zu hat. Es ist einfach um Längen besser als die Vorgänger, die in der Zukunft gespielt haben. Das letzte Anno, was rauskam, das habe ich auch ganz gerne gespielt. Das hat also ein bisschen diesen, wie soll ich sagen, ein bisschen Städtebau mitgehabt mit Wirtschaftssimulation. Also war so ein bisschen SimCity-mäßig, sag ich mal. Aber hier, 1800 ist ein Spiel, ich kann es allen empfehlen. Ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß es aber nicht, das ist nur eine Vermutung, ja, dass auch da ein, dass auch hier eine Open Beta kommen wird. Ne? Ich hoffe es auch, ich würde es mir sehr, sehr wünschen, auch diese würde ich wieder spielen, weil es einfach Spaß macht. Es ist ein sehr, sehr gelungenes und rundes Spiel. Es ist grafisch tipptopp. Und nach, es ist ja erstmal der Beta-Spielstand, ne? Es ist noch nicht final. Aber Stand jetzt und Stand hier und jetzt ist ganz klar, dass ich für meinen Teil, ich werde es mir auf jeden Fall kaufen. Ich weiß noch nicht, ob ich es mit Recht zum Release hole, weil ich ja noch andere Projekte habe und ich jetzt auch nicht genau weiß, wann das Game hier kommt. Aber ich für meinen Teil würde es mir alle mal kaufen. Das sollte keine Werbung sein für das Spiel. Also das ist alles, aber keine Werbung. Das ist nur, was ich mache. Jeder muss für sich wissen, ob dieses Spiel für ihn selber geeignet ist. Ob er sagt, oh, das gefällt mir. Und Anno-Fans, die die Anno-Serie kennen und lieben gelernt haben, die spielen, die kaufen es sich auch, ohne dass sie eine Beta gespielt haben. Das ist so. Ein Anno-Fan kauft sich das Spiel anhand von dem Trailer schon. Ja, jeder Anno-Fan hat auch die Vergangenen, die in der Zukunft gespielt haben, gekauft. Ja. Also da müssen wir auch gar nicht um den heißen Brei rumreden. Das ist so. Ja. Das ist einfach so. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich für meinen Teil werde mir es auch kaufen, weil es mir einfach für mich persönlich sehr, sehr gut gefällt. Ich finde es sehr, sehr geil, das Spiel. Und habe eine Menge Spaß bis jetzt damit gehabt. Also es hat echt Spaß gemacht zu spielen. Und ich kann es nur immer wieder sagen, geil, das Game. Hier passt alles. Ich weiß nicht, ob man das Abstürze nennen konnte, die ich in diesem Multiplayer-Test mit meinem Kollegen hatte. Ich glaube, das waren noch nicht mal richtige Abstürze. Wir sind ja nicht richtig rausgeflogen, sondern wir haben eine Meldung bekommen und dann haben wir die bestätigt. Und dann haben wir konnten wir wieder weiterspielen. Dann hat er kurz geladen und dann waren wir wieder bei unserem Ursprungsspielstand, ohne dass wir irgendwas verloren haben. Also es gab keine Abstürze und rundum richtig geil. Mega, mega geil. Also ich habe bis jetzt viel Spaß gehabt, auch wenn ich nicht so unendlich viel wie manch andere gezockt habe, kann ich nur sagen, geil. Richtig geiles Game, ja. Ja, was sagt ihr? Ihr habt ja, wenn ihr mein Gameplay gesehen habt oder auch das von anderen Leuten, was sagt ihr bis jetzt dazu? Wie hat euch das Game gefallen? Sagt ihr auch, oh geil, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr euch das holen würdet. Oder was ihr allgemein zu dem Game hier sagt.
Sekunde, mal gerade hier. Einmal brauchen wir noch, wa? Geht ja schon in die richtige Richtung. Ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wie fandet ihr das bis jetzt? Was sagt ihr? Habt ihr selber gespielt? Würde mich mal interessieren. Und ja, immer raus damit. Immer raus damit. So, hier haben wir 4 Stück. Immer noch bei 100% ausfallen. Das, wo ich komplett übersehen habe. Ja, jetzt gerade mal kurz gucken. Sekunde. So, das haben wir auch mal abgefrühstückt. Und das hier würde ich sogar. Anders setzen. Ja, also wie gesagt, für mich ist das ein Game, wo ich sage, ich für meinen Teil würde es mir holen. Auch wenn ich es nicht direkt beim Release hole, werde ich es irgendwann holen. Weil ich bin Anno-Fan, ich spiele es gerne. Ich habe früher die ganzen Teile gespielt und deswegen gibt es für mich keinen Grund, warum ich es mir nicht holen sollte. Was haben wir denn hier? Die Brauerei. Das haben wir jetzt auch. So, das haben wir auch angebaut. Ja, ihm fehlt natürlich noch ein bisschen Zeugs. So, jetzt haben wir hier aber das schon mal gebaut. Was wir safe noch brauchen ist. Wir haben die 100%. So, jetzt gucken wir mal, was hier langsam. Mal gucken, Stahl brauchen wir hierfür nicht. Ja, wir brauchen natürlich jetzt ganz, ganz viel anderes Baumaterial. Ja, zu Stahl kommen wir natürlich auch noch nicht. Das lübt. Das läuft hier. So, jetzt haben wir viele Blueprints, aber das war's quasi. Also da ist irgendwie so semi-cool. Ist aber nicht schlimm. Jetzt tun wir einfach mal eine Ecke vor. Und ich lasse mal hier so ein paar Peoples aufsteigen. Hier den ganzen Club. So. Das lassen wir noch aufsteigen. Die hier müssen noch einmal nach oben. Ja, hier hätten wir noch eine Schule. So, das war's erstmal. Wir haben safe über 200. Was wir allerdings machen könnten, wäre natürlich.
schon mal vorsorgen. Ja, hier ist sie. Ach, genau, hier ist jetzt die Klippe. Schade. Schade, schade. Es gibt eine neue Zeitung. Auch eine feine Sache. To meet our patron is utterly humbling. If there is anything I can do, anything really, imagine it and we can do it. Uncompromising journalism. Ja, lübt, würde ich sagen, lübt. Wir haben wieder ein Feuer. Und das ist kein kleines Feuer, wie wir sehen. Ja, schön. Dann mobilisieren wir direkt mal noch eine weitere Einheit. Schaut es euch an, dann haben wir jetzt 4 Löscheinheiten, die hier auf dem Weg sind. Die sind da nicht unterwegs. Engmaschig. Engmaschig. Genug Felder. Stahl ist das Mittel der Wahl. Ja, man sieht auch schön versmockt. Schön smockig die ganze Hütte hier. Auch wenn wir hier mal reinzoomen. Klar, die Feuerwehr direkt neben der Smockebude. Aber die Arbeiter, wenn man hier einfach sieht, wie das da überblubbert. Guckt das euch an, die kippen das da rein. Natürlich ist, ne, man muss auch immer. Natürlich sind die schon voll, wenn die hierher kommen, aber ne, die werden ja auch schon von da befüllt. Und es sieht einfach phänomenal aus. Einfach richtig, richtig geil. So, und hier ist die Stahlproduktion und einfach dieses, ne, diesige Luft darüber, halt Stahlindustrie, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, weißt du, 1800 glaube ich, ja, ne, 1800, hast du nicht gesehen, kann man quasi sagen. Ne? Aha, wir haben Miese, wir machen Miese, meine Lieben, gar nicht drauf geachtet. Oh, 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 das wird teuer. Jetzt machen wir keine Miese mehr. Jetzt geht es erstmal wieder nach oben. Sehr schön. Sehr, sehr gut. So. Ja, das ist doch mal was Feines. Da geht es wieder nach unten. Es fällt wieder. Es fällt ad wieder. Mal gucken, wie ausbalanciert das Ganze hier ist. Es geht aber noch locker klar. Müssen hier so ein bisschen umdisponieren, wegen auch wegen dem Weg, ne? Eine kleine Verschiebung. Ja. Müssen wir auch mal gucken, passt das mit der Feuerwehr noch? Ja, hier passt das nämlich nicht mehr. Game save. Ja. Ich würde auch hier noch eine Polizeiwache hin. Klammern.
So, wir haben viele Blueprints hier. Aber so ist das leider mal. Oh, jetzt müssen wir natürlich immer. Jetzt brauchen wir natürlich Arbeiter. 65. Ja, jetzt wird das Verhältnis so ein bisschen. Die Finanzen sind so ein bisschen bescheiden. Ja, es geht aber bergauf. Also klar, die brauchen jetzt alle noch Arbeiter. Na, wir haben noch ein bisschen was. Wenn wir die Industrie hier oben fertig haben, dann widmen wir uns hier nach und nach. Müssen wir mal gucken, wie das hier passt. Die Schule brauchen wir auch später. Also, da kommen wir noch hin. Wir waren mal in der Miese, geht aber jetzt wieder. Jetzt schießt die Kohle wieder nach oben. Ja, mir wäre lieb, wenn die bei 5, 6, 700 stehen bleiben würde. Aber gut, dann kann ich alles haben. Auf jeden Fall genug Farmer. This is the way the farmers ride, hobbledy hoy, hobbledy hoy. This is the way the farmers ride, hobbledy hobbledy hoy. Hey! Also. Warum die hier Marktprobleme haben, das habe ich noch nicht so ganz kapiert. Der ist ja direkt gegenüber. Da brauchen sie nicht so rumknatschen. Anziehsachen brauchen die, Ladies and Gentlemen. Wir machen das mal einfach. Das war ein bisschen bescheiden. Aha. So. Easiness. So. Jetzt müssen wir mal gucken, was hier fehlt. So ein Fisch kann es ja eigentlich nicht liegen. Am Fisch liegt es tatsächlich. Ja, wir warten jetzt mal. Das steigt langsam. Ja, die wollen auch einen Markt haben. Das ist einfach. Jo. Dann hier. So, ihr habt ja auch einen Markt. Jetzt brauchen wir aber normale Arbeiter. Brauchen wir mal so nochmal nur 200. Kriegen wir mal hin. Damit wir mal den ganzen Fusel abfrühstücken können. Einmal, zweimal. Ja, jetzt wird's nämlich eng. Ja, und schon sind wir wieder bei 20 Arbeiter. Und die Schwankung habe ich auch nicht so ganz verstanden. So, was fehlt euch denn? Klamotten. Ja, dann kriegt ihr die. Oh. Das war jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Das wollte ich tatsächlich nicht. Aber, okay. Ist akzeptiert. Ziehen wir mal hier den Weg fertig. Perfekt. Ja. Aber hier müsste es ja jetzt dann auch wieder runtergehen, weil jetzt kommen ja mehr Leute, jetzt haben wir ja mehr Anziehsachen. Daran
darf es ja jetzt eigentlich nicht scheitern. Perfekt. Ja, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge Anno. Die Industrie wächst, die Industrie blüht hier hinten. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, dann kriegen wir unsere Differenzen hier ein bisschen geregelt, die finanziellen und die Arbeiter. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn euch abonniert hat, lasst doch gerne ein Abo da. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn ihr mich unterstützt, wenn wir gemeinsam wachsen können, wenn wir den Kanal weiter nach oben bringen. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!